Liebe Hexen, liebe Hacker, liebe Entitäten, liebe Wesen. Hier ist der erste Hamburger Fernstream mit der Tagesshow. Strom und Heizungen sind ausgefallen. Die Trinkwasserqualität ist fragwürdig. Die Logistik ist am Boden. Die Supermärkte sind leer. Und das Internet ist noch schlechter, als es sowieso schon ist. Deutschland versinkt im Chaos. So oder so ähnlich könnten Nachrichten in nicht ganz so ferner Zukunft aussehen. Und die Frage ist, wie können wir uns darauf vorbereiten, beziehungsweise sollen wir uns darauf überhaupt vorbereiten? Vielleicht reicht ja auch das, was schon da ist. Und wenn wir uns darauf vorbereiten sollen, wie? Sollen wir vielleicht die Fahrräder und die Andenken aus dem Keller rausschmeißen und den gewonnenen Platz gegen Konservendosen und Klopapier und Wasservorräte austauschen oder einfach nichts tun? Im nächsten Vortrag beleuchten Peter N2N, Honkhase und Kritis dieses Thema. Peter N2N ist seit mehreren Jahren im Katastrophenschutz tätig, unter anderem in der Trinkwasseraufbereitung. Honkhase ist Gründer und Sprecher der unabhängigen Arbeitsgemeinschaft AG Kritis. Honkhase und Peter N2N senden beide live aus NRW. Kritis, der Name ist Programm, ist seit 20 Jahren im Zivil- und Katastrophenschutz unterwegs, sowohl im Innen- als auch im Ausland. Und er ist live hier mit mir in gebührendem Abstand in Hamburg. Und während ihr euch jetzt den Vortrag »Wie Nerds überleben, wenn Pizza.de down ist«, gehe ich mal in den Supermarkt und kaufe ein paar Konserven und Klopapier. Viel Spaß. Ja, moin, herzlich willkommen. Katastrophe ist ja immer dann, wenn es hart auf hart kommt. Und Katastrophe müsste dementsprechend ja auch sein, wenn alles ganz grausam ist und wenn wir kaum eine Möglichkeit mehr haben, dass irgendwas anständig läuft. Aber einige Bundesländer haben den Begriff der Katastrophe, haben den Begriff der Katastrophe aus ihrem Gesetz einfach gestrichen. Und da, ich guck mal, es gibt, glaube ich, da ein Tonproblem, oder? Läuft alles? Wunderbar. Einige Bundesländer haben ihr Gesetz einfach angepasst und gesagt, Katastrophe kennen wir nicht mehr. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn es gibt noch eine Menge Möglichkeiten, wie man sich vorbereiten kann, auch wenn es den Begriff nicht mehr gibt, weil die Katastrophe macht typischerweise nicht an der Landesgrenze Halt. Ich würde euch einfach bitten, wenn ihr mögt, scannt mal den QR-Code oder schaut auf das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.bund.de. Und da gleich oben der erste Reiter Vorsorge und Selbsthilfe, da könnt ihr genau diesen Ratgeber herunterladen, kriegt ihr natürlich später auch nochmal. Und die Idee ist, dass ihr den rechtzeitig ausdruckt, weil nur wenn ihr den rechtzeitig ausgedruckt habt, dann könnt ihr damit auch weiterarbeiten. Denn die große Schwierigkeit ist, wenn ihr den nicht vorbereitet habt, in dem Moment, wo der Strom ausfällt, wird wahrscheinlich bei den meisten Leuten auch der Drucker kein Papier mehr bedrucken. Katastrophen machen auch selten an der Landesgrenze Halt. Typischerweise haben wir übergreifende Zusammenarbeiten gerade an den Landesgrenzen. Und das, was wir unter Katastrophenschutz kennen, das ist nicht ein einheitliches Gebilde, sondern das sind ganz viele unterschiedliche Organisationen. Das sind ganz viele unterschiedliche auch Strukturen, die da zusammenarbeiten müssen. Denn eigentlich ist Katastrophenschutz eine Aufgabe des Landes. Aber so eine Katastrophe geht über Kommunalgrenzen hinweg, über Landesgrenzen hinweg und ja auch über Bundesgrenzen hinweg. Und durchgeführt wird der Katastrophenschutz in den meisten Fällen von der Feuerwehr, den Hilfsorganisationen und den nachgeordneten Sachen. Früher gab es Regieeinheiten, die sind mittlerweile fast weg. Und ja, auch einige Firmen unterstützen im Bereich des Katastrophenschutzes. Und begrifflich getrennt ist das Ganze vom Zivilschutz, ZS, der für den Verteidigungsfall vorgesehen ist. Und in dem Bereich ist das THW angesiedelt, unterstützt aber auch im Katastrophenschutz. Aber der Einsatz von all diesen Einheiten erfolgt nach Priorität.
Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selber vorbereiten. In der Broschüre habe ich hier mal den Inhaltsbereich angeschaut. Wir haben auf der einen Seite die Sachen, auf die wir uns selber vorbereiten können, und auf der anderen Seite spezifische Probleme. Und wir betrachten heute den Bereich der persönlichen Notfallvorsorge, also alles, was hier blau dargestellt ist. Die typischen Szenarien, die man so kennt, die immer wieder geübt werden, ja, das sind die Szenarien mit Stromausfall, weil Strom hat eine riesen Wirkung auf unsere Welt, und das ist das allergrößte Problem. Wir kennen das vielleicht aus dem Katastrophenwinter, die Älteren unter uns, 78, 79, mit den Schneemassen, die sich Meter hoch vor den Türmen, vor den Türen türmten, und wo Leute mit Langlaufskiern dann unterwegs waren und Leute versorgt haben, die eigentlich eingeschlossen waren in ihren Häusern. Und 2005 der Stromausfall im Münsterland. Viele Bauern mussten versorgt werden mit Strom, weil ihre Melkmaschinen nicht mehr gingen. Für viele Kühe war das ein Riesenproblem. Und auch alle Heizungen, die blieben kalt. Und die Kühlschränke, die wurden warm, sofern es denn drin warm genug war. Und man kann auch sehr unverschuldet reinkommen. Wir alle haben vielleicht noch in Erinnerung die Abschaltung der einen Hochspannungsleitung, als ein Kreuzfahrtschiff überführt wurde. Und das hat über Europa einen Kaskadeneffekt hervorgerufen, der bis nach Spanien runterging. Das Wichtigste für uns ist aber, ohne Strom gibt es keine Waffeln. Und statt dass dieser große Sektor Strom, an dem alles hängt, betroffen ist, können auch nur einzelne Sektoren betroffen sein. Zum Beispiel die Finanzdienstleistungen, Wasserversorgung. Wir hören das im Sommer immer wieder. Die Ölkrise damals, als die Autobahnen gesperrt wurden, als Autofahren am Wochenende verboten waren. Oder, was eine Überraschung, eine Pandemie könnte uns ereilen. Und würde jetzt auch mal hier zum Normalen zurückkommen. Genau an der Stelle tauchen wiederum viele, viele Probleme auf, die uns an vielen Stellen in unserem Ablauf einfach behindern würden. Und die wichtigste Sache, die wir brauchen, und zwar jeden Tag, und zwar einiges davon, das ist Wasser. Und da hat Peter uns einmal zusammengestellt, wie wir uns in dem Bereich am besten vorbereiten können. Peter, magst du dich entmuten? Danke. So, wir gehen jetzt davon aus, wir haben schlagartig kein Wasser mehr im Haushalt. Wir haben in Deutschland oftmals das Glück, das passiert mit Vorankündigung. Das heißt, wir können noch irgendwie alles voll machen, was geht. Die Wanne, die Töpfe, die leeren Flaschen, die rumliegen, alles. Wenn wir nicht mehr die Möglichkeit haben, müssen wir tatsächlich mit dem auskommen, was wir noch irgendwie vorrätig haben. Das kann je nach Haushalt recht schnell zur Neige gehen. Mal zur Vorrechnung: Wir brauchen nur an Trinkwasser Minimum pro Nase 2 Liter pro Tag. Das ist das absolute Minimum, nur an Trinken. Und man sagt, im Katastrophenfall sollte man auf 10 Tage vorbereitet sein, dass es 10 Tage kein frisches Trinkwasser gibt. Wenn wir Glück hatten und es kündigt sich an, dass wir halt eben zum Beispiel schon eine Sturmwarnung oder eine Hochwasserwarnung im Voraus hatten, dass es übers Radio und das Tele und die anderen Telekommunikationsmittel kommt, bitte, bitte bevorratet euch, dann machen wir alles voll, was geht. Es wird auch über die Zeit, wenn der Katastrophenschutz dann da ist, also die Leute, die das professionell machen, die Möglichkeit geben, dass Brunnen in Betrieb genommen werden. In dem Moment, wo das passiert, müssen wir uns halt im Zweifel in großer Schlange anstellen und einmal alles Mögliche an Kanistern voll machen. Da muss man jetzt auch sagen, das ist die Größe eines 10-Liter-Kanisters. Das sind so, das 9-Liter kann man sich vorstellen, das ist der große Sixpack mit den 1,5-Liter-Flaschen, die man kennt. Das muss man auch von A nach B schleppen können. In so einem Behälter ist das natürlich einfacher an der Wasserstelle, als jetzt mit mehreren Flaschen anzukommen. Die gibt es auch in faltbar. Generell müssen wir mit diesem kostbaren Nass sehr, sehr sparsam umgehen. Das heißt, kein Geschirr, sondern Einweggeschirr, damit wir nicht spülen müssen. Das bedeutet auch,
im Zweifel, wenn wir kein Einweggeschirr haben, nehmen wir Frischhaltefolie und bedecken damit unsere Teller. Das spart auch noch mal ein bisschen. Das heißt, kein Duschen und erst recht kein Baden, sondern der altbewährte Waschlappen. Trotz allem vernachlässigt nicht die Hygiene, weil sonst haben wir ganz andere Probleme. Das Problem ist, wenn wir sagen, 10 Tage Wasser und wir haben einmal die Wanne und alles Mögliche voll gemacht. Die Wanne, das ist das Klowasser, die Töpfe ist das fürs Kochen. Dann müssen wir das trotzdem irgendwann entkeimen, weil je länger das Wasser steht, desto mehr sammelt sich darin an. Das, was wir als Keime kennen, das können Sedimente sein, das können Viren und Bakterien sein, das können kleine Mikroorganismen sein. Da ist eine ganze Menge im Wasser drin. Und das Wasser ist dann bäh, richtig bäh. Man sieht das mit der Zeit auch, man riecht es auch. Aber das Gefährliche ist in dem Zustand, wenn man es noch nicht sieht. Das Erste, was wir machen können, ist, wenn wir Wasser haben, wo wir nicht ganz sicher sind, was passt denn da, passt das nicht, ist, das sollte eigentlich jeder Haushalt haben, das ist der Kaffeefilter. Damit einmal durchfiltern lassen, einmal durchlaufen lassen, damit das Gröbste raus ist. Das kann schon gegen Steine helfen, gegen kleine Tierchen und Ähnliches. Wer das Ganze in größer und in professioneller hat, der hat im Zweifel, Teichbesitzer kennen das, einen so großen Eimer. Das ist ein Teichfilter. Da geht natürlich dann richtig Masse durch und das fängt auch ein bisschen mehr raus. Nein, ihr müsst nicht jeder einen Teichfilter kaufen. Aber wer das hat, gerade als Teichbesitzer, der funktioniert das. Boom. Genauso auch jemand, der eine UV-Lampe für so etwas hat. Der funktioniert das halt auch um. Auch da, Teich- und Aquarienbesitzer haben mehr davon. Was es gibt, viel im Campinghandel oder halt auch bei anderen Profis, sind die sogenannten Entkeimungstabletten. Da gibt es verschiedene Systeme, da gibt es Chlor, da gibt es Silber, da gibt es Jod, da gibt es Aktivkohle, je nachdem auch im Campingmobil ist so etwas drin, bei Leuten, die gerne zelten gehen, da einmal im Fachhandel gucken. Generell ist es in Deutschland aber so, wir haben eine recht gute Wasserqualität, das ist für den Notfall, gerade wenn das Wasser länger steht. Wasserlagerung, bitte nicht im Hellen. Alles, was irgendwie Alge oder Mikroorganismus ist, denkt sich, juhu, hell. Und dann wird das Wasser, wie gesagt, bäh. Und dann gibt es eine ganz kleine Sache, die man machen kann, die kann jeder Haushalt machen, und das ist abkochen. Filtern und dann abkochen. Weil heißes Wasser ist tolles Wasser. Damit kann ich auch noch zusätzlich kochen. Wichtig, damit putze ich mir auch die Zähne mit abgekochtem Wasser. Und nicht mit dem normalen, weil sonst habe ich auch den Durchfall. Und wenn ich es jetzt geschafft habe, ich habe super tolles heißes Wasser, dann kann ich mir auch Essen machen. Und damit gebe ich einmal weiter an Honkase, der was zum Essen sagt. Genau. Ja, ich fange mal mit dem praktischen Normalmodus an. Es ist natürlich so, dass das BBK in dieser Broschüre auch eine sehr praktische Checkliste ja drin hat, die persönliche Checkliste, in der auch unter anderem erklärt wird, welche Getränke und Lebensmittel man benötigt. Und da will ich euch jetzt nicht mit langweilen, aber so ganz grob, es ist ein bisschen aufgedröselt und eine Person für 10 Tage, da kommt man insgesamt so knapp auf 15 Kilo Essensgeraffel, was so empfohlen wird an verschiedenen Dingen wie Obst und Nüsse, Fisch, Milch, Fette, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide, Brot etc. Jetzt kann man natürlich den ganzen Kram wunderbar mit so Dosenfutter irgendwie vorbereiten. Ja, und wird jetzt aber der ein oder andere sagen, ja, ich habe ja nicht viel Platz. Und das kann ich jetzt alles auch nicht verstauen. Und für diejenigen habe ich so für mich als Alternative auch entdeckt. Ich habe hier zum einen Survivor Outdoor Biscuits. Das sind so, man nennt sie auch liebevoll Panzerkekse. Die sind sehr nahrhaft und nehmen halt extrem viel, wenig Platz ein. Also andere ist eben, dass man hier in so, das ist jetzt eine beliebige Sorte, Energy 5 Riegel, die man als Ration bekommen kann. Wenn man eine NGO ist, die anerkannt ist, kann man die sogar sehr günstig erwerben für die Notfallregionen. Ansonsten kauft man die einfach so. Und so eine Notration hier, das sind mehrere Häppchen
immer so neun Riegel sozusagen. Ein Riegel ist eine Mahlzeit, je 2300 Kilokalorien oder 9600 Kilojoule in so einem Ding. Das Praktische daran ist, wenn man dann das Wasser hat, was Peter in 2N gerade erwähnt hat, ne, kann man auch so einen Riegel bei Energy 5 zumindest in ein Tellerchen schmeißen, einweichen lassen mit Wasser und hat dann quasi Babybrei nahrhaften. Kann man also auch die Kinder mit so ein bisschen mitversorgen. Und was auch sehr gut geht, sind EPAs, also diese Einmannpakete, die so zur Versorgung funktionieren. Die kann man sich auch sehr platzsparend einlagern. Ist halt immer die Frage, ob man es mag oder nicht. Ne? Die Checkliste vom BBK sagt auch, verschiedenste Dinge werden da angegeben. Die goldene Preisfrage ist, mag ich es oder mag ich es nicht? Wenn ich es mag, kaufe ich am besten eins mehr und lagere es ein. Wenn ich es nicht mag, gut, dann macht auch nicht viel Sinn, es einzulagern. Also das kann ich keinem empfehlen. Die Checkliste ist nur ein Anhaltspunkt und ich kann das ja auch für mich selbst variieren. Deswegen auch die Kekse oder die Energy 5 Riegel. Ich selber stehe zum Beispiel total auf Chinese Noodle Soups und Dosenfisch und habe aber auch wegen den Hacker Camps immer irgendwie Dosenfutter am Start. Ja, hier so den Fleischbällchentopf Ultimate und wer Kinder hat, wird auch wissen, dass die Ravioli unheimlich aus dieser Dose mögen. Die kann man natürlich auch super nutzen, um zum Hacker Camp zu gehen, das vorrätig zu haben und gelegentlich auch mit den Kiddies zu verbrauchen. Dann hat man auch immer so eine rollierende Verbrauchsstruktur und sagt, auch wenn die Sachen sehr lange halten, ich verbrauche nach und nach das, was ich vorne im Regal habe und nach hinten hin fülle ich sozusagen neu auf. Wenn man so im Enhanced-Modus ist, dann kann man natürlich auch Krams selber einmachen, wenn man beispielsweise einen kleinen Garten und Obstbäumchen hat. Ich habe hier jetzt einfach mal Apfelgelee mit Quitte selbst eingemacht mit meiner Frau. Funktioniert ganz gut, ist völlig stressfrei und im Zweifelsfalle kann man das auch irgendwie lange Zeit bunkern. Apropos bunkern, die Lagerung ist durchaus auch wichtig. Ich habe euch jetzt Sachen gezeigt, die sind fest verschlossen und zu. Peter N2N hat ja gerade schon den Kanister gezeigt, da muss man dann aufpassen mit der Helligkeit für die Algenbildung und so. Aber was eben auch hilft, ist, wenn man jetzt beispielsweise Pulver hat, wie Mehl, was man irgendwie vorrätig halten will, über längere Zeit, dann macht Sinn, das in wieder verschließbare, luftdichte Dosen zu packen oder total easy auch solche Sachen zu vakuumisieren. Wenn man einen Vakuumisierer hat, dann vakuumisiert man das einmal ein und kann das auf Ewigkeiten irgendwie da lagern, ohne dass irgendwelche Mehlwürmer und sonstiges Kräuch und Fleuch hat und rumlungert. Insofern sind das so mal die pragmatischen Tipps. Ich könnte jetzt natürlich noch sagen, Leute aus dem Milliways werden bestimmt die Pizza auch echt frisch machen können, komplett autark, haben sie ja schon mehrfach unter Beweis gestellt. Aber für das Einmaleins soll das erstmal so der Überblick sein fürs Essen. Und damit übergebe ich zurück an Kritis für die Hausapotheke. Ja, das kleine Pflaster vom Zert, das kennt ihr alle und holt es euch im Zweifelsfall auch ab, wenn ihr es braucht. Aber es gibt ja noch ein paar Sachen, die man mehr als das brauchen kann. Insbesondere die Leute von uns, die Medikamente brauchen. Jedes Mal beim Kongress kommen einzelne Menschen wieder dazu und fragen das Zert: Mensch, ich habe meine Medikamente vergessen, die sind leer, ich habe mein Rezept nicht rechtzeitig erneuert. Das ist eine Sache, die ist unheimlich wichtig, denn rechtzeitiges Erneuern, das wissen wir jetzt spätestens auch seit der Corona-Krise, ist ein ganz, ganz großes Thema. Bei den unterschiedlichen Medikamenten ist wichtig, dass man unter anderem die Haltbarkeit mit drauf vermerkt, weil gerade wenn man sich so einen Blister abschneidet und da nur weniger drin hat, sollte man sich das Ende vom Blister abschreiben, wo auf dem Rand eingeprägt ist, wie lange das haltbar ist. Wenn man das nicht kann, also man sollte einen Blister mal von der Seite verbrauchen, wo das Haltbarkeitsdatum nicht draufsteht. Und wenn das gerade nicht möglich ist, dann sollte man schauen, dass man es zumindest mit wasserfestem Stift draufschreibt. Bei den Sachen, die man mitnimmt, sollte man immer gucken, was man selber auch gebrauchen kann. Das, was ich von allen Sachen bisher am häufigsten gebraucht habe, ist tatsächlich ein Pflaster und die Zeckenzange. Das sind manchmal Kleinigkeiten. Ich benutze das regelmäßig und habe das auch regelmäßig dabei. Das Zert hat übrigens für alle Hackerspaces gerade nochmal eine Liste am Betriebsverband kastenorientiert zusammengestellt. Wenn ihr also für den Hackerspace was sucht, da gibt es bereits eine Liste. Aktuell wäre es auch wichtig, nochmal eine Maske mit dazu zu legen, denn wenn man in der Gemeinschaftsunterkunft unterkommen muss und man nicht die Möglichkeit hat, draußen zu sein, dann möchte man sich vielleicht gut schützen können und möchte für den zweiten Tag vielleicht auch mal
eine zweite Maske haben. Ein Desinfektionsmittel dazu ist nicht verkehrt und vielleicht ist es auch nicht verkehrt. Ich habe hier auch zumindest ein Tampon pro Größe mal mit drin, dass man darauf vorbereitet ist, dass es Bedürfnisse gibt, die einen selber nicht unbedingt betreffen. Aber wenn jeder an sich selber denkt und ein kleines bisschen mehr mitnimmt, dann schaffen wir es als Gruppe ganz hervorragend, alle zusammen vernünftig da rauszukommen. Der nächste Punkt auf dem Inhaltsverzeichnis wäre, wichtige Dokumente griffbereit halten. Viele Dokumente muss man jetzt nicht unbedingt sofort in einen Fluchtrucksack packen. Man muss bei vielen Sachen nicht sofort gucken, dass man sie mitnehmen kann, dass man sie sofort da hat. Aber es ist gut, wenn man sie so vorbereitet, dass man sie, wenn man los muss, und das kann plötzlich passieren, eine Bombenräumung, wie sie im Moment vermieden wird, damit wir nicht so viele Leute in Notunterkünften haben. Das kommt plötzlich. Ein Feuer im Nebenhaus, weil dort die Katze am Weihnachtsbaum mit echten Kerzen hat spielen wollen. Das sind alles Dinge, die passieren plötzlich. Und in solch plötzlichen Momenten hat man keine Zeit mehr, viele Sachen zu suchen. Und da ist es wichtig. Und diese Liste, die findet ihr in der Checkliste auch in dem Link mit drin zum Ausdrucken und Abhaken. Dann ist es wichtig, diese Sachen zu greifen und mitnehmen zu können. Und im besten Falle sind sie schon in einer Tasche und damit geht es möglichst schnell. Die wichtigsten Sachen, die sind natürlich die Ausweisdokumente, ein bisschen Geld und Fotos der Angehörigen, weil wie möchte man nach denen suchen? Im Zweifelsfall hat man keine Möglichkeit mehr, auf Facebook zuzugreifen, weil entweder der Strom oder das Datennetz nicht mehr da ist. Und je mehr man also in den schnell zugreifbaren in dem Schnellzugriffbereich hat, umso besser ist das. Schön ist auch, wenn ihr ein Backup dabei habt von euren wichtigsten Daten. Viele Sachen könnt ihr einscannen, ihr könnt sie per Mail an euch selber schicken, das ist jetzt so mediumsicher. Ihr könnt sie aber auch als verschlüsseltes Archiv irgendwo hochladen und euch diese Zugangsdaten sehr, sehr gut merken und aufschreiben. Und natürlich ist offline mitnehmen auf einem USB-Stick oder auf einem auf einer Festplatte auch eine super gute Idee. Ja, und wie man das am besten transportiert, da hat Peter was zu vorbereitet. Ja, bei mir geht es jetzt erstmal wieder um, ja, ich packe meinen Rucksack. Jetzt geht es darum, welcher Rucksack denn? Jeder von uns hat so ein formschönes Teil zu Hause. Das reicht nicht. Und wenn man sich das anguckt, naja, das ist ungepolstert, das tut weh mit der Zeit, das ist nicht auf mich sehr besonders eingestellt. Das ist nicht so das Ideal. Jetzt kommen mir viele mit einem, ich habe so einen Campingrucksack. Der ist verstärkt, der hat Lüftung, der hat dies, der hat jenes. Ja, dieses Ding ist aber schwer. Gerade wenn da viel drin ist, es passt ja auch viel rein, das heißt, man packt auch extrem viel. Mir ist der hier zu groß. Der muss auf den Menschen selber passen. Der ist super, weil der hat die Rückenpolsterung, der hat den Beckengurt, was toll ist. Mir ist er zu groß, das heißt, bei mir scheuert der hinten an der Hüfte alles auf und ich bin nach einem halben Tag so weit, dass ich ausfalle, weil ich es nicht mehr tragen kann. Das heißt, für mich ist es tatsächlich ein kleineres Modell, wo ich dann halt im Zweifel was anhänge. Ihr müsst also tatsächlich selber gucken, welcher Rucksack passt zu euch. Und auch, dass jeder seinen eigenen dabei hat. Auch Kinder. Das können zwar kleine Rucksäcke dann sein, aber dann ist wenigstens das Lieblingsschnuffeltier noch dabei. Und dann ist es natürlich so ein, gerade bei Kindern, die packen ihren Sonderbedarf im Zweifel selber drin, dann sind da nochmal die Buntstifte dabei, aber ich packe meinen Rucksack, was muss da rein? Das kann man unter ein großes Wort packen. Schutz. Schutz, Schutz, Schutz. Und zwar Schutz vor. Schutz vor Kälte. Eine Mütze, Handschuhe, oben drüber Klamotten, also auch nochmal Jacke über der Jacke. Richtig festes Schuhwerk und auch generell warme Klamotten. Und zwar solche Sachen, die ich auch einen zweiten und einen dritten Tag anziehe. Die Klamotten werden über die Zeit immer weiter bäh. Ja, aber das ist halt in einer Notlage so. Sie müssen mich vor Nässe schützen können. Das heißt, meine Überjacke sollte regenfest sein. Mein Schuhwerk sollte möglichst wasserfest sein. Man kann auch über Gummistiefel nachdenken, gerade wenn man darin gut laufen kann. Es gibt auch Menschen, die können das nicht. Da dann zumindest festes Wanderschuhwerk, derbes Schuhwerk. Dann Schutz vor Hunger.
Da hatten wir jetzt eine ganze und zu Durst. Da hatten wir jetzt schon was zu Wasser gehört, da haben wir jetzt schon was zu Vorräten gehört. Das heißt aber auch so etwas wie Campinggeschirr, zumindest ganz kleine Variante davon. Vielleicht sogar noch die Möglichkeit, Wärme zu kriegen, also dass man auch was kochen kann. Die Thermoskanne ist ein super Hilfswerk, weil selbst wenn ich selber nicht kochen kann, irgendwo heißes Wasser kriege ich noch her. Dosenöffner ist was ganz Tolles, wird gern vergessen. Wer gut ist, hat es am Taschenmesser dran, aber mit so einem Dosenöffner muss man umgehen können. Das ist nämlich nicht das große Teil, mit dem man jedes Mal in der Küche geht, im Zweifel auch noch ein elektrisches, sondern das ist Handarbeit. Das ist Übungssache. Und ich habe im Katastrophenfall nicht die Möglichkeit, damit erstmal zu üben und womöglich auch noch den Finger aufzuratschen. Trivial ist es nicht. Dann Schutz vor Dunkelheit. Lampe, ob das jetzt die Taschenlampe oder die Stirnlampe ist. Ist tatsächlich egal, aber irgendwas in die Richtung dabei. Und nicht vergessen, Feuer machen. Gerade wenn man das Geschirr dabei hat, sollte man auch was zum Feuer machen dabei haben. Ob man das jetzt noch erweitert auf, ich habe auch noch Teelichter dabei. Dabei im Rucksack, nein. Zu Hause, ja. Aber dazu erzählt euch Honkase gleich noch was zur Checkliste. Das Große, wovor man sich noch schützen muss, ist natürlich die Verletzung. Das ist das Allerwichtigste. Verletzung, Unfall, Gefahr, das wollt ihr alles nicht haben, nicht zusätzlich. Wir haben ja schon was zur Ersten Hilfe gehört. Wir haben was zur Hausapotheke gehört. Das muss alles dabei sein. Was wir auch momentan in der Situation dabei haben müssen, ist Corona-Maske. Ganz klar, Schutz vor Krankheit, weil das will man ja auch nicht. Und dann gibt es noch ein paar ganz wichtige Sachen. Die Hände will ich schützen, weil mit denen muss ich zupacken. Das heißt, wenn ich Handschuhe dabei habe, sollten die nicht nur warm sein, sondern auch noch irgendwie so gestrickt, dass ich damit mal zupacken kann. Weil Handverletzung will man nicht in der Situation. Und die Unterbuchse und die Socken. Eine Unterbuchse, die scheuert, ist nicht nur bei Männern unangenehm. Dadurch, dass ihr die im Zweifel auch mal einen Tag mehr anhabt, als ihr solltet, scheuert die ganz gerne an Stellen, die man nicht haben will, in auf. Das ist ganz bäh. Deshalb gut sitzende, im Zweifel die Schießer-Feinripp-Ware, die muss nicht sexy sein. Die muss nur gut sitzen. Dasselbe gilt für Socken. Bei mir sind das tatsächlich welche, die innen ein Polster haben. Weil ich laufe im Zweifel den ganzen Tag. Das ist man nicht mehr gewohnt. Selbst wenn die Schuhe gut sind und eingelaufen, irgendwann tun die Füße weh. Und Blasen könnt ihr euch zu den Zeiten nicht leisten. Und deshalb noch der letzte Hinweis, Schutz vor Verletzung, Zähneputzen. Zähneputzen, Zähneputzen, Zähneputzen. Weil das, was ihr am wenigsten brauchen könnt, ist ein Ich hab Zahnweh. Vollkommen egal, ob in eurer Gruppe das nur einer hat oder ihr selber, das könnt ihr nicht gebrauchen in dem Fall. Ja, und als Oberstes packe ich halt noch meine Dokumente auf den Rucksack. Die schmeiße ich in dem Moment drauf. Und natürlich was zur Dokumentation, Kamera oder ähnliches, um halt noch die letzten Sachen dokumentieren zu können. Und damit ist der Rucksack auch eigentlich schon fertig gepackt. Und jetzt geht das einmal weiter. Mit Telefon und Handy. Ja, vielen Dank. Wir haben natürlich auch noch die Notwendigkeit, uns vorzubereiten. Vorzubereiten auf einen Ausfall von Kommunikation. Und das bedeutet, das, was viele von euch beim Camp schon gemacht haben, ist eine Solarzelle mitnehmen. Die ist jetzt relativ klein, aber die schafft es, an einem Sommertag tatsächlich mein Smartphone aufzuladen. Und das ist ganz gut, weil es gibt ja die App Nina, die man sich runterladen kann und auch noch eine weitere. Da zeigt es euch verschiedene Sachen an. Findet ihr auf der Homepage von BBK. Den Link gibt es gleich nochmal dazu. Aber blöd ist, diese Solarzelle muss dafür in der Sonne sein. Und ihr wisst selber vom Camp, draußen ist es heiß. Und gerade in der Sonne ist es auch eher unangenehm. Ein etwas längeres Kabel ist praktisch und natürlich irgendeine Form von Powerbank, sodass ihr zu einem späteren Zeit die Geräte aufladen könnt, die ihr braucht, dass ihr Energie transportieren könnt. Damit erzähle ich euch nichts Neues. Ich habe hier ein Modell gewählt, das 4 Anschlüsse hat, sodass ich möglichst viele Geräte gleichzeitig damit aufladen kann, weil ich wusste, dass ich das zu einem Zeitpunkt brauchen werde. Wir haben den Bereich Radio und Licht. Die Lampe hier
die läuft mit den großen, dicken Batterien, den Monozellen. Und das zum Beispiel halte ich für sehr ungünstig, weil ich habe alle meine Geräte mit den kleinen Doppel-A-Mignon-Zellen. Und das hier ist ein Adapter. Da sind einfach nur 3 Mignon-Zellen drin. Das finde ich persönlich sehr praktisch, weil ich habe einfach einen Stapel von den Mignon-Zellen. Und wenn man hier weiter guckt, auch das Radio, alle Geräte, die ich vorgesehen habe für den Fall, die laufen mit diesem Batterietyp. Das erleichtert mir meine Vorratshaltung enorm. Und hier sind einfach 3 von den Adaptern drin, statt den Batterien. Und damit kann ich ganz gut arbeiten. Wenn wir jetzt eine Powerbank oder so eine Solarzelle haben und wir würden mit diesen Lithium-Batterien arbeiten, die sind ein bisschen größer als die Mignon-Batterien. Und ihr kennt das Problem mit dem Laden. Die einen gibt es regelmäßig auch mal an der Tankstelle, aber diese Lithium-Batteriegröße, die ist schwieriger zu bekommen, in so einem Fall erst recht. Und die wären auch relativ teuer, sich davon viele hinzulegen. Einige von euch haben das. Ich möchte jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Ich möchte nur sagen, passt es auf euch an. Es ist wichtig, dass ihr darüber nachdenkt, was für euch passend ist. Ich kann euch nur einmal sagen, es gibt das eine und es gibt das andere. Und die Bewertung, was für euch funktioniert, die müsst ihr schlussendlich selber machen. Wenn man nicht zu so einem schnöden normalen Radio greifen möchte mit Batterieunterstützung, dann kann man natürlich auch noch die super krasse Outdoor-Notfallvariante mit Kurbel an der Seite wählen, sodass man in der Lage ist, sich selber noch Strom zu erzeugen. Hier oben ist diese kleine rote Lampe, die sieht man jetzt im Studio nicht so gut, die zumindest sagt, dass man vernünftig lädt. Aber wenn man eine Minute kurbeln muss, um 10 Minuten Radio zu hören, schön ist das nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch noch wieder ein wertvolles Hilfsmittel. Ich persönlich versuche lieber ein paar mehr Batterien da zu haben und auch für die Solarzelle ein Ladegerät für meine Doppel-A-Zellen. Das finde ich persönlich ganz praktisch. Warum braucht man so ein Radio? Wie wir vorhin schon gehört haben, gibt es irgendwann Notbrunnen. Und diese Notbrunnen, die sind häufig nicht ausgeschildert, weil man soll sie im Normalfall ja nicht finden. Und damit man sie dann finden kann, wenn es soweit ist, solltet ihr einen lokalen Radiosender hören. Und mit diesem lokalen Radiosender, hier in Norddeutschland würde es möglicherweise der NDR sein, also meistens die öffentlich-rechtlichen Sender. Und dort sollten dann die Orte durchgesagt werden, an denen ihr zum Beispiel dieses Brunnenwasser bekommen könnt. Und was sonst noch alles total praktisch, sinnvoll und wichtig ist, das kann man am besten mit einer Checkliste zusammenfassen. Und dafür würde ich mal sagen, Honkhase, it's your turn. Jo, wir haben ja gesagt, der Ratgeber ist das Nonplusultra, weil das BBK das sehr gut erklärt hat, da drin, was man so braucht. Es sind ein paar intensive Seiten, die man durchgucken kann und zu jedem Punkt ein Tipp. Sogar für die Kinder sind so bildungstechnisch ein paar lustige Dinge dabei, die spielerisch quasi dann mit einem Memory oder sowas, was man frei runterladen kann, dann irgendwie lernen, was Sache ist. Mit drin ist, wie gesagt, diese Checkliste für den Notfall. Und die Checkliste, wenn man die halt aufklappt, ist ein bisschen länger. Der Sinn und Zweck ist halt das meiste, was wir jetzt besprochen haben hier und auch noch einige andere Anregungen enthält die. Und ist es ein schönes Tick the Box? Habe ich alles bedacht? Habe ich die Sonderlocken bedacht oder habe ich hier noch ein bisschen was an extra, was ich irgendwie auch noch benötige? Es ist also einiges vielleicht nicht direkt für euch relevant, anderes fehlt vielleicht. Das könnt ihr natürlich für euch selber dann entsprechend anpassen und individualisieren. Wichtig ist aber, dass man sich strukturiert irgendwie Gedanken macht, dann hat man auch wirklich das meiste im Blick. Und ärgerlich ist immer, wenn in so einem Moment, keine Ahnung, ich beispielsweise sage, so, jetzt ist Stromausfall, ich brauche mal kurz Streichhölzer oder ein Feuerzeug und ein Teelicht oder eine Kerze. Ja, wo waren die denn jetzt nochmal? Ach so, habe ich gar nicht eingekauft oder verbraucht und gar nicht nachgekauft. Wichtig ist also, diese Checkliste ist eine sehr gute Basis. Und genau so sollte sie auch genutzt werden. Als Basis für ein bisschen Vorbereitung, falls mal was passiert. Muss ja nicht gleich die ganze Erde zusammenbrechen oder eine riesen weltweite Pandemie. Oh wait, naja, vielleicht doch. Der Punkt ist, macht euch nichts vor. Wir kennen das auch aus der Cyberwelt zur Genüge. Ja, es passiert irgendwann einfach was. Der Punkt ist, je besser man vorbereitet ist, desto eher ist man halt vor der Lage, wie man es im Krisenmanagement zu sagen pflegt. Das heißt, ich werde nicht von der Lage getrieben oder in dem Moment, wo die Lage eintritt,
muss ich jetzt irgendwie panikartig gucken, da ist nämlich dann zu spät oder so, wie jetzt Peter N2N gesagt hat, ne, versuche ich dann schnell Kanister noch mit Wasser zu füllen, weil eine Weile fließt es noch, hoffentlich. Das kann man natürlich machen und sich darauf einlassen. Man kann sich natürlich auch schön reden, passiert nichts, oder warum erzählen jetzt alle immer davon, oh Gott, wird demnächst was passieren? Nee, wirklich, dieser Katastrophenratgeber, den gibt es schon seit Anno Tobacco. Kritis hat auch noch eine alte Fassung davon irgendwie vorhin mal gehabt oder vorgezeigt in der Vorbereitung auch. Die alte Fassung kenne ich gar nicht, aber das alles ist wirklich ein gereifter alter Hut, und die Checkliste auch. Das BBK wird das auch demnächst in den kommenden Jahren nochmal aktualisieren und überarbeiten, weil sich natürlich auch das alles ein bisschen weiterentwickelt. Ne? Wenn man jetzt guckt, was war damals in dem Katastrophenwinter, den der Kritis erwähnt hat, in den End-70ern, da war ja beispielsweise noch gar nicht so viel digitalisiert, wie wir jetzt haben. Da gab es auch nicht wirklich Mobilfunk oder so. Heutzutage sind wir davon viel mehr abhängig. Das heißt also, diese Checkliste oder auch die eigenen Bedürfnisse ändern sich mit der Zeit natürlich auch, weil sich eben auch ja, die kritischen Infrastrukturen, die Fragestellungen oder die Notwendigkeiten mit der Zeit natürlich ändern und man sich natürlich auch auf die neue Lage einrichten muss. Und um zurückzukommen auf vor die Lage, entweder lasse ich mich halt von der Lage treiben und bin dann irgendwie reaktiv tätig, oder ich versuche vor die Lage zu kommen und zu sagen, okay, ich kontrolliere das jetzt mal. Ich weiß jetzt, was ich tue. Ich weiß, wo die Sachen sind. Ich bin griffbereit. Ich habe alles am Start. Ich kann nachgucken. Ich habe den Ratgeber hier, oder beispielsweise hat das BBK noch einen für Stromausfälle. Kann man auch nochmal etwas spezieller nachlesen. Ich wohne in der Nähe von einer Raffinerie und möchte deswegen auch die speziellen Sonderlagen kennen und wissen, was Sache ist, und deswegen zum Beispiel auch einen bunten Blumenstrauß von anderen Dingen kennen oder auch die Nina Warn-App, weil das eine ist, ich kann den Schnüffeltest machen, ob es nach Schwefel riecht. Spoiler, ja, ab und zu passiert das auch in der Nähe einer Raffinerie. Und wie immer ist natürlich die Bevölkerung nicht gefährdet oder so, aber trotzdem, Schnüffeltest ist nicht so cool. Man bekommt aber auch durch die Nina Warn-App beispielsweise dann die Info, welche Kreise betroffen sind oder Länder, und kann sich damit eben auch noch mal ein bisschen vorbereiten. Auch das gehört zu der persönlichen Checkliste, zu sagen, ich weiß, was Sache ist, ich krieg's mit über verschiedene Kanäle. Kritis hat ja gerade schon Radio, Telefon, Handy etc. alles erwähnt. Aber solange Internet da ist und die App tut, kann ich sie natürlich auch nutzen. Ich sollte sie nur nicht exklusiv nutzen und sagen, ich verlasse mich da völlig drauf. Denn wenn wir einen Stromausfall oder was auch immer haben, dann wird auch relativ schnell das Internet platt sein. So. Das heißt, schlussendlich, wenn wir alle als Bevölkerung im Miteinander, und ich meine, be excellent to each other ist unser Motto, wenn wir nicht, wer dann? Ne? Wenn wir also wirklich alle als Bevölkerung im Miteinander mit dieser Checkliste ein Stückchen mehr vor die Lage kommen oder auch einfach in der Lage sind, anderen aushelfen zu können, wenn die in der misslichen Lage sind. Das mache ich ja nicht nur, also da steht zwar drauf, meine persönliche Checkliste, es geht ja im Endeffekt darum, auch zu gucken, wie hilft man sich gegeneinander und versucht auch zu kompensieren, dass eben nicht am Tag X, wenn irgendwas passiert, 3 Stunden später der THW mit einer Gulaschkanone dasteht und einem noch ein Kaltgetränk reicht und sagt, hier hast du dein Häppchen, dann muss ich einfach mal einen Tag überbrücken oder zwei, und wenn ich eingeschneit bin. Und genau das ist der Punkt. Kümmert euch darum, dass ihr selber mündig und selbstständig seid, dass ihr anderen helft, mündig und selbstständig zu sein, mit einer kleinen Hilfe zur Selbsthilfe, indem ich sage, na, ich habe hier jetzt ein bisschen, ja, großzügiger das Leckerli aus der Ekelpackung. Nicht, dass es köstlich wäre, aber hey, damit kommt man zumindest über die Runden und es nimmt nicht viel Platz weg. Alles klar, habe ich also keine Ausrede, kann ich helfen, können wir miteinander machen und damit auch wirklich die Lage ein bisschen beherrschbarer machen. Das ist der Sinn und Zweck der Übung. Und darum ging es eigentlich auch in diesem Vortrag, das wollte ich einfach mal aufzeigen. Jetzt sind nur ein paar Kleinigkeiten, die schon viel ausmachen, die, wenn jeder diese Kleinigkeit macht oder ein Großteil, dass das einfach extrem wirkt, und zwar überregional oder vielleicht sogar ganz deutschlandweit, weil hier gerade alle aus allen Herren Ländern irgendwie zuschauen und sagen, okay, cool, mache ich jetzt auch mal und pack mir ein paar Sachen auf Seite. Das ist der Plan. Und insofern juck ich mich nochmal im Ohr und sage danke.
alles in einer Packung, muss man nur warm machen. Ein Spaß. Vielen, vielen Dank. Und es gibt aus diesem Internet jede Menge Fragen und damit würde ich direkt mal anfangen. Und zwar die erste Frage ist, bisher sind die Empfehlungen eher so für kleine Survival-Zellen, irgendwas für die erfolgreiche Nachbarschaft, Fragezeichen. Wie vermeide ich, dass mein Jägernachbar sich meine Vorräte einfach zu eigen macht? Oh Gott. Immer wieder ein großes Thema. Eine schöne Möglichkeit dafür ist natürlich zu schauen, dass man auch den Nachbarn dazu motiviert, sich selber ein bisschen vorzubereiten. Das ist ein schwieriges Thema, driftet aber auch schon wieder ein bisschen ab. Gut ist, wenn man für sich selber vorgesorgt hat und natürlich auch, wenn man andere Leute dazu ermutigt, das selber zu tun, weil dann hat der Jäger überhaupt keine Notwendigkeit mehr rüberzukommen. Gut ist, wenn man selber einen anständigen Grill und genug Kohle hat, weil dann geht der Jäger vielleicht jagen und man kann das erlegte Wild dann möglicherweise gemeinsam verputzen. Ja, vielleicht vielen Dank. Auf jeden Fall keine schlechte Idee, wenn ihr wisst, dass jemand anders eine Waffe hat, euch auch eine Waffe zu kaufen. Ja, das ist ganz schlecht. Ganz kurz, der Honk hatte noch was. Oh, ja, ich hab noch eine kleine Ergänzung dazu. Und zwar ist es durchaus auch psychologisch bei solchen Situationen erforscht und nachgewiesen im Cut-Schutz und auch vom BBK kann man da durchaus Infos bekommen, dass es eben so ist, dass jetzt nicht jeder zum einsamen Werwolf wird und alle irgendwie Massenrandale machen, sondern es ist tatsächlich so, dass in einer schwierigen Notlage, wir sind soziale Menschen, auch wenn manche sozial-kommunikationsgestört sind, so als Nerds, ne? Aber wir sind tatsächlich soziale Wesen und kümmern uns untereinander, umeinander und miteinander. Und insofern ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, wenn es passiert oder dass sowas passiert, sondern eher, dass sich wirklich alle gegenseitig helfen. Kurzes Beispiel als Auszug. Ich hatte bei mir hier im Haus ungefähr 8 Stunden Stromausfall, weil eben Vorfall im Trafo-Werk hier um die Ecke war und da kam auch ein Mensch zu Schaden und dann haben sie eben erstmal ermittelt und bis dahin ist das gesperrte Zone und das hat insgesamt 8 Stunden gedauert. Es gab nachher kein Internet, kein Strom, nichts und alle Nachbarn sind quasi auch mit vor die Tür und dann hat man gemeinsam gequatscht und gesagt, wer braucht Hilfe oder so. Es ist nicht so, dass dann plötzlich alle total austilten und sagen, jetzt muss ich jeden umbringen und habe überhaupt nichts im Haus. Und vor allem ein Jäger, ne? Ganz ehrlich, der hat immer was wild und zwar Leckeres im Haus. Da kann man bestimmt gut handeln. Okay, danke Hong für die Erklärung. Dann gibt es eine Frage zu den Notfalldokumenten, Originale oder Kopien? Also je nachdem, wie man das ausgestalten kann. Gut ist natürlich immer, wenn man die Originale, die man auch tagtäglich braucht, bei sich hat. Und wenn bei den Sachen, die man schnell mitnehmen will, schnell mitnehmen muss, auch noch Kopien, aber im besten Falle an einem zweiten Ort hat. Also auch an jedem Tag kann man überall sein Portemonnaie verlieren. Es kann einem geklaut werden. Und dann ist es natürlich gut, diese Dokumente nochmal zu haben. Von besonders wichtigen Dokumenten kann man natürlich auch beglaubigte Kopien anfertigen lassen. Aber ein Scan oder eine Kopie ist erst einmal besser als nichts. Und man kann damit danach wieder weiterarbeiten. Also grundsätzlich lieber etwas als gar nichts und lieber die Kopie als nichts, wenn das Haus zusammenstürzt, aber man bei seinen Eltern oder bei seinen Kindern, je nachdem welches Alter man selber hat, die Dokumente nochmal liegen hat, dann ist diese Kopie besser als keine Kopie. Vielen Dank. Nächste Frage oder kam noch was aus dem... Ja, okay. Dann die nächste Frage aus dem Internet ist, gibt es irgendwo eine Liste mit gesammelten Produktempfehlungen? Eine Liste mit Produktempfehlungen gibt es von vielen Leuten, die sich da intensiv drauf vorbereiten. Da hat jeder so seine eigenen Gedanken. Vielleicht magst du mir diesen Campingkocher einmal rübergeben, der da hinter dir steht. Einfach nur mal, um so ein Beispiel zu sagen. Das hier ist ein Campingkocher, den nehmen ganz viele Leute gerne mit. Der wird oben auf die Gasbuddel geschraubt und wenn man den jetzt hinstellt und da einen Topf drauf schraubt, dann wackelt das, weil der ist sehr hoch. Und wenn man jetzt sich darauf vorbereitet, dass man zu Hause sich vorbereiten möchte, dann nimmt man ein Produkt, das tiefer ist. Dieser hier ist jetzt halt sehr klein zusammenfaltbar und gut zu mitnehmen. Und deswegen, man kann ihn auch trennen, auch wenn die Gasbuddel noch voll ist. Und stabil ist er auch. Und das Schöne ist, der ist gut zu mitnehmen. Und so hat jedes Produkt seine individuellen Vor- und Nachteile. Wir können da aber gerne noch mal mehr zu machen. Und wir sind hinterher, glaube ich, auch noch ein bisschen erreichbar. Ihr findet uns ja bestimmt auf Twitter und bei den anderen Medien, wenn ihr da Fragen habt. Gerne. Eine weitere Frage ist, ob es eine Checkliste zu den Punkten vom Vortrag gibt, also nicht nur die,
aus dem BBK-Ratgeber? Na, wir haben uns ganz bewusst sehr eng an dem Ratgeber orientiert, damit ihr genau die Checkliste hernehmen könnt. Was mich persönlich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, war, dass wir vor einem Jahr oder zwei, ging das ja groß durch die Presse, wo viele Leute drüber hergezogen haben, dass das BBK, das Bundesamt für behördliches Kartoffelkellern wurde es genannt, dass die jetzt schon wieder so einen Hamster-Ratgeber machen. Und das finde ich schade, weil es stehen viele Dinge drin, die einem immer wieder weiterhelfen können. Und wenn die Liste schon mal durch ist, dann hat man schon mal sehr viel vorbereitet. Die Liste ist relativ umfangreich, aber passt sie auf euch an, ergänzt sie, und das ist das Beste, was ihr machen könnt tatsächlich. Vielen Dank. Eine weitere Frage bezieht sich auf... Oh, Peter noch? Ja? Dazu auch einmal noch von mir. Ich habe ja über den Rucksack geredet und ich habe es so aufgeschlüsselt, dass ich von Schutz geredet habe. Das ist aber einfach nur umsortiert von der Checkliste. Alles, was ich gesagt habe, ist 1:1 da drauf, anders sortiert. Und die Transferleistung kriegt man hin, wenn man nach der einen Checkliste arbeitet, dass man das auch noch gepackt kriegt. Einfach nur anders sortiert. Ja, wunderbar, Peter. Gut, die nächste Frage bezieht sich auf Apps. Welche Apps könnt ihr empfehlen, insbesondere auch mit dem Hintergrund Offline-Apps, weil man ja davon vielleicht ausgehen kann, dass das Internet nicht funktioniert? Genau, also da halte ich persönlich es hauptsächlich damit, ein bisschen eine Karte dabei zu haben. Meine Geocaching-App hat eine Karte mit drin, die ist offline gespeichert. Das hilft mir sehr gut weiter. Da denke ich mal, können wir nochmal einen Folgevortrag machen. Ich glaube, wir haben jetzt so die letzte Frage, damit der nachfolgende Vortrag sich nicht auf unbestimmte Zeit verzögert. Ja, es gibt noch eine ganz, ganz wichtige Frage, nämlich, wie bekomme ich jetzt meine Pizza? Ja, naja, bei Milliways. Genau, also im Kids Village oder bei Milliways, da bauen wir gemeinsam einen Ofen in Igloo-Form. Das haben wir gemacht, das hat wirklich sehr gut funktioniert, das Camp 2015. Und da hat sogar Zert und Feuerwehr mit zugestimmt. Das war so ein Igloo-Ofen, wir haben die Pizza reingeschoben und haben das ganz lecker ausbacken können. Und das ist genau der Moment, wo man eben mit seinen Nachbarn gemeinsam zusammen etwas bauen kann, bauen müsste, damit man da zu einem hübschen Ergebnis kommt. Also vielleicht nochmal als kurze Ergänzung dazu. Es ist wirklich sehr einfach, eine Pizza quasi herzustellen, ne? Weil ein bisschen Mehl, ein bisschen Wasser muss ich ja eh eigentlich schon einlagern. Du hast ja gerade schon erwähnt, ein Holzkohlegrill oder so, da kann ich zur Not auch drauf zubereiten. Tomatenmark kann man in Glas oder in Tubenform irgendwie einlagern. Ein paar hier Mais oder Sonstiges kriegt man auch hin. Schinken kann man sehr lange vorhalten oder so. Also wer wirklich will, ne, der hat dann auch ein Jagdmesser und schneidet den Schinken noch und kriegt mit dem Dosenöffner dann auch die Dosen geöffnet. Genau, ganz wichtig von Peter und Sven, der gezeigte Multiöffner. Und insofern ist auch die Pizza tatsächlich keine große Challenge. Wenn man Camping-Erfahrung hat und auch gerne kocht, dann kriegt man die auch ohne Probleme, ohne irgendeinen Pizzaladen hin. Auch im Problemfall. Okay, dann vielen lieben Dank an alle. An die Zuschauenden, bleibt gesund. Und noch ein letztes Wort von Kritis. Ja, für alle, die zu Anfang nicht zügig genug drauf geguckt haben, hier ist noch einmal die Homepage vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Hier ist der Reiter für Vorsorge und Selbsthilfe. Und wenn ihr da drauf geht, da findet ihr sofort die Informationen, über die wir gesprochen haben, teilweise auch nochmal aufbereitet, speziell für Kinder. Und da, denke ich mal, habt ihr dann im Idealfall alles zusammen. Alles klar, vielen Dank und tschüss.